Hier habe ich ein richtiges Herzensprojekt für euch. Von Anfang an möchte ich euch darauf hinweisen, dass die Qualität nicht mit der der aktuellen Videos mithalten kann. Mir sind über die Jahre leider einige Dateien entweder durch Cloud-Speicher verschwunden oder wurden durch System-Updates in Formate geändert, mit denen mein Schnittprogramm leider nichts anfangen konnte. Jedenfalls jetzt seit über einem Jahr grübeln und suche nach Lösungen, konnte ich das meist wiederherstellen. Jedoch leider nicht mit der Originalqualität. Ich würde behaupten, ich habe das Beste aus der Situation gemacht und freue mich auch sehr, dieses Projekt endlich beenden zu können. So, jetzt aber rein da. Außer ihr habt die ersten beiden Teile der Spacebar noch nicht gesehen, dann schaut die erstmal an, um auf dem aktuellen Stand zu sein. So, da, hello there. Also, nächster Tag. Gestern haben wir noch off-cam hier eine Arbeitsplatte, eine fette besorgt für Obi. Die Optik finde ich ganz nice. Ja, kann ich nochmal gescheit zeigen, wenn so oben drauf ist. Hat jedenfalls 250er mal 60er Breite. Genau. Ja, die knallen wir jetzt hier oben drauf. Hier sind schon überall so Winkel angebracht. 7 pro Seite. Also, wenn das nicht hält, weiß ich auch nicht. Ja. So, hallo there. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Tag es ist. Es war jetzt eine kleine Pause zwischendurch, die Arbeit dazwischen gekommen und bin noch krank geworden. Ja, also jetzt sind es insgesamt noch 11 Tage bis zu meinem Geburtstag, bis die Bar stehen soll. Genau, ich war heute dick im Baumarkt, aber jetzt hier die zweite Platte, also hier für die kurze Seite geholt von der Bar. Genau. Hier habe ich auch noch so einen Schaumstoff geholt. Also eigentlich für ein Tonstudio so ein Stoff. Aber der kommt jetzt unter die Füße, weil hier, wenn man das Ganze mal anfasst, ich weiß nicht, wie gut das auf Video sieht, aber ja, das sieht man noch relativ von deutlich. Das ist noch wackelig und das ist, weil die Füße, die haben wir zwar abgeschliffen, aber komplett gerade wurde es auf jeden Fall nicht. Deswegen kommt das jetzt unter alle Füße drunter, wird dann hier noch Silikon festgeknallt, genau. Die Seite von der Bar kommt aber auch an die Wand noch mit Silikon dran, dass das alles ein bisschen fester wird. Ja, genau, was ich auch noch gekauft habe. Hier ist so eine fette Pressspanplatte und die kommt dann nicht hier hin, sondern dahinter als Verdeck sozusagen und auch als indirekte Beleuchtung. Also hier ungefähr kommt dann ein LED-Stripe hin, nur von der Breite vom LED-Stripe lasse ich dann Platz, dann kommt da die Pressspanplatte hin und dann hat das sozusagen eine indirekte Beleuchtung und man verliert halt nicht diese nice Optik. Genau, ja, hier ist noch eine Arbeitsplatte, die von uns war, die habe ich auch noch zuschneiden lassen. So dass die dann, genau, das wird dann hier der Workspace sozusagen. Also die Platte kommt dann hier von da bis hier hin. Genau, ja. So, heißt, wird einiges noch rumgeräumt auf jeden Fall. Zum Beispiel hier. Der Schrank kommt endlich weg, weil für den hatte ich irgendwie nie einen Nutzen und nie einen geilen Platz, wo der hier im Keller hin soll. Deswegen kommt der jetzt nach oben. Genau. Dann ist der nämlich auch schon mal weg. Wird noch zusammengeräumt, weil morgen wird gestrichen. Ja.
Ja, Sada, hello there. Also, wir haben gestern noch ziemlich viel geschafft. Mir ist nur leider der Akku verreckt. Deswegen konnte ich nicht alles mitfilmen. Also, wir haben ja hier ein bisschen gepusht, weil das hier Ganze noch etwas wackeliger war. Jetzt, wenn ich hier anfasse, ein bisschen wackelt es immer noch. Great success. Aber ich habe jetzt mittlerweile einen neuen Plan. Erst hatte ich nämlich die Idee, hier nochmal so einen Pfosten hinzumachen. Also, so einen Pfosten nochmal hier hin und die beiden miteinander zu verbinden. Aber ich bin jetzt auf die Idee gekommen, einfach nochmal so eine Arbeitsplatte zu holen und die genau so, dass sie bis hier hoch geht, zu schneiden, weil dann stabilisiert es ja nochmal, weil es hier nur frei steht auf dem. Okay, also so irgendwie eine Dekamas will man gerade aufgehört. Ja, genau. Was, Bruder? Auf jeden Fall hier kommt dann nochmal so eine Arbeitsplatte genau in dem Stil hin, damit es dann hier auf der Seite einmal so schön runter geht. Ich glaube, das sieht erstens cool aus. Ja, und zweitens wird es um einiges stabiler und es ist weniger Aufwand, es nochmal so einen hier zusammenzuschneiden, abzuschleifen und bla 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 bla. So, einfach wo gerade so kurz unterbrochen. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wo ich war, aber genau. Jedenfalls hier kommt noch die Arbeitsplatte hin, dass es hier einmal alles schön abdichtet. Ja, und mehr Stabilität gewährt. Ja, ich weiß, hier auf dem Bartresen ist gerade etwas Chaos, aber es ist halt ganz praktisch, weil es liegt halt hier in der Mitte und da kannst du halt hier immer schnell deine Tools oder was du halt gerade brauchst holen. Ja, genau. So, heute ist die Wand dran. Hier sieht man schon, gestern war ich fleißig am Abkleben. Genau, also das hier wird freigelassen. Hier kommt das erste von den Schallabsorbern hier hin. Ich finde, es gibt auch eine ganz geile Optik. Also, wenn mir das neben der Tür gefällt, mache ich vielleicht die ganze Decke damit. Mal schauen. Wäre auch geil, man könnte mal ultra laut hier drin drehen, dann wäre es so ein richtiger Club und man würde draußen davon relativ wenig mitbekommen. Gut, einziges Problem wären hier die Fenster. Ja, ist immer noch ein Keller. Ja. So, aber so tue ich nicht streichen. Da ziehe ich mir jetzt irgendein altes Zeug noch an. Ja. Genau. Ja, sehen wir uns beim Streichen. So, here we go.
So, hallo der. Also, jetzt geht's weiter. Hier, letztens habe ich ja die Wand gestrichen, das ist jetzt alles trocken. So, da gibt's aber dann die Tagewalzer, da sprayen wir nochmal drauf in so einem Synthwave-Design, aber das seht ihr dann alles noch. Ja, ich war mal wieder im Baumarkt. Heute die letzte Platte für die Bar geholt. Die knallen wir jetzt halt hier an die Seite ran. Genau, also dass es genau hiermit abschließt. Ja, so, das Holz wird noch lasiert. Ja, und ich habe mir hier noch so LED-Stripes geholt. Ja, damit wird hier dann noch ein passives Licht hingemacht. Also die knall ich ungefähr hier, so entlang, einmal rum im Viereck und noch hier oben entlang und einmal dahinter. Ja, das wäre so. Ja, super. Das wäre so der Plan für heute. Ja, fangen wir mal.
Hala! Toll, ich habe über Zeit mir meinen Mittelscheitel mal wieder wachsen lassen. Nee, super. Naja, passiert ja, wenn über Zeit das Gel rausgeht. Das wollte ich auch gar nicht sagen. Nee, also, ja, die erste Schicht der Lasur ist auf jeden Fall mal drauf. Mal schauen, vielleicht lasse ich auch nur die drauf, weil der Look, wie es so wird, weil die Seite ist trocken, der gefällt mir eigentlich ganz gut. Genau, hier habe ich es jetzt gerade noch drauf geknallt auf die ganzen Balken. Das Einzige, was da noch kommt, ist das hier innen. Aber das wollte Chris unbedingt machen. Deswegen mache ich das jetzt nicht fertig, sondern das den jetzt morgen machen. So, genau, aber ich habe mir ja noch die Pressspanplatte geholt. Und die wollte ich ja hier hinter die LEDs tun. Die LEDs tue ich auch erst morgen hin, weil das alles immer noch ein bisschen nass. Ich glaube, es ist halt nicht so nice, die werden nicht so gut halten. Genau, und die Platte, die tue ich jetzt mal grundieren, weil da kommt ja auch noch so ein space-mäßiges Design hin. Aber dafür sollte das erstmal grundlegend weiß sein. So, da, da. Nächster Tag im Keller. Ja. Gestern Abend habe ich ja hier noch so eine Grundierung auf die Holzplatte gezogen. Hat jetzt semi gut funktioniert. Ja, ich hätte vielleicht mal ein bisschen mehr Farbe rechnen sollen. Naja, ja. Zumindest hier, das ist jetzt. Moment, bevor ich Scheiß erzähle. Ja, das ist jetzt trockene Lasur. Das Ergebnis bin ich sehr zufrieden mit, muss ich sagen. Weil sie noch erinnern kann, wie die Bar davor aussah. Das ist jetzt schon nochmal ein fetter Unterschied. Ja, ich kümmere mich jetzt erstmal hier rum. Ich will jetzt, dass die Bar leuchtet. Deswegen knalle ich jetzt hier mal die LED-Stripes drunter. Wie gesagt, das wird dann hier für das passive Licht, was ich dann noch mit der Platte hier da mache. Genau. Also hier, so, da kommt es hin. Aber das seht ihr dann alles gleich. Hier meldet sich mal wieder der Zukunfts-Claudio aus dem Schnitt. Normalerweise seht ihr den Fortschritt immer recht schnell durch Timelapses oder einen schnelleren Schnittstil. Hier habe ich mich dazu entschieden, euch mal in Echtzeit zu zeigen, wie viel Zeit manche Schritte brauchen können, wie klein sie auch sein mögen. Und für die Leute, die ASMR mögen, könnte dieser Teil extrem beruhigend sein, da man schön monoton hört, wie ich Stück für Stück die LEDs anbringe. Darum genießt diesen Teil mit etwas szenischer Musik, um aus dem Alltagsstress rauszukommen und die Welt mal wieder ein Stück zu entschleunigen.
So, hallo, der nächste Tag in der Bar. Hier ist jetzt Offcam, seit ich das letzte Mal was gezeigt habe, doch noch einiges passiert. Wir haben nämlich das erste Mal so eine kleine Probefeier gemacht. Ja, genau, man hat dann noch gesehen, wie man hier den Stripe als letztes installiert hat. Glaube ich, bin ich mir nicht mehr sicher, müsste. Genau, hier, ich habe hier schon mal angefangen mit der Platte, also die wurde jetzt mal grundiert auf beiden Seiten. Und hier fange ich gerade an, so eine Galaxie hinzusprayen. Ich wollte auch schon früher filmen, aber eigentlich habe ich den GoPro-Akku aufgeladen, aber er war aus irgendeinem Grund nicht aufgeladen. Genau, morgen pushe ich hier noch so ein Ding zusammen, weil ich habe jetzt so einen kleinen Mini-Kühlschrank. Da wollte ich so eine kleine Erhöhung machen, dass man halt besser im Stehen noch an den rankommt und dass man halt noch hier so einen Kasten drunter schieben kann, aber das passiert morgen. Genau, heute wird jetzt hier die Wand gemacht. Und das Brett, das dann hier, wie gesagt, hinkommt für die indirekte Beleuchtung. Ja, genau. Wow, Leute, diese Aufnahmen zu sehen, das hat mich wirklich umgehauen. Also vielen Dank an Simon für dieses einmalige Kunstwerk. Ohne dich wäre die Bar nicht so magisch, wie sie heute ist. Das hat für mich einen Wert, den man nicht mit Geld beschreiben kann. Also wirklich vielen Dank, Bro. Und Leute, genießt jetzt diese einmaligen Aufnahmen.
So, hallo, hallo dir. Heute ist der letzte Tag in der Bar. Also, nee, nicht letzter. Vorletzter. So schaut's aus, wenn man reingeht. Ja, und hier. Das Endergebnis von gestern lässt sich doch auf jeden Fall sehen. Jetzt wollte ich es hier einmal mal mit der Beleuchtung. Wie es dann auch jetzt während der Feier sein wird, beziehungsweise mit denen Licht, dann bin ich mir noch nicht ganz sicher, die werden hier auf jeden Fall nicht liegen bleiben, aber wo ich die jetzt genau hinhaue, bin ich mir noch nicht sicher. Vielleicht hier drüber. Ja, mal schauen. Ja, aber heute ist jetzt erstmal das ganze Maler für diese ganzen Müll weg. Ja. Fange ich mal an. Thank you.
Hallo, meine Damen und Herren. So, mal wieder ein bisschen kacke gelaufen, aber das seid ihr eh schon von der anderen Vlog-Reihe gewohnt. Das ist jetzt meistens nicht immer ein Tag, dass alles drin ist, da die GoPro dann doch öfter mal dazu tendiert, dass der Akku im Arsch ist. Okay, also komplett im Arsch jetzt auch nicht, aber ohne Witz, ich habe diese GoPro jetzt seit einem Jahr und die Akkus, die schmelzen mir halt echt in einer halben Stunde gefühlt weg. Ja, deswegen habe ich jetzt einiges vom Fortschritt nicht mehr gefilmt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gefilmt habe. Naja, auf jeden Fall, die Wand schaut jetzt so aus. Mashallah, das Ergebnis lässt sich auf jeden Fall sehen, würde ich mal behaupten. Ja, hier steht schon der Einkauf für morgen. Ja, habe ich gesagt, dass man das dann erstmal noch verräumen muss und alles. Ja, der soll vielleicht auch erstmal eingesteckt werden. Und genau, hier baue ich gerade noch den Untersatz für den Kühlschrank. Da kommt der dann logischerweise drauf. Ja, so viel dazu. Ja, heute wird alles gemacht, also hier einmal nochmal durchgewischt, einmal durchgekehrt, durchgewischt, ganze Kacke weg, Sachen, die noch stören aus dem Weg, zum Beispiel das hier kommt weg und die Arbeitsplatte, schauen wir mal, wie weit wir heute kommen. In sich ist der letzte Tag, morgen feiern wir, morgen könnt ihr schon auch noch putzen, hätte ich jetzt aber nicht so Bock drauf, muss ich sagen, also wäre eigentlich ganz cool, wenn wir es heute erledigt kriegen. Ja, deswegen heute mal nochmal eine Nachtschicht im Keller schieben und ja, dann ist das Projekt bald abgeschlossen. So, ja, gestern hat mich meine GoPro leider mal wieder im Stich gelassen mit meinem Arbeiten. Und das war eh schon 1 Uhr oder so. Dann habe ich nicht den Akku noch aufgeladen, haben wir einfach fertig gemacht. Ja, was ist noch passiert? Das letzte, was man, glaube ich, auf der GoPro gesehen hat, war. Was war denn das nochmal? Ah, hoppla, ich sollte vielleicht hier erstmal schnell die Musik ausmachen. Ah ja, genau, ich habe den Unterstand für den Kühlschrank gestern noch gebaut, das wurde noch gezeigt.
Ja, und danach haben wir noch die Platte von der Bar hingetan. So, ich gehe hier mal weg, damit hier nicht gleich so viel gespoilert wird. Dann kann ich das alles einzeln zeigen. Ja, hier Decke nur zeigen. Okay, ja, hier habe ich gestern noch den Schallschaum bzw. Schallschutzschaum hingeknallt. Die Jungs haben hier noch fleißig eine zweite Lichterkette hingeknallt. Ja, hier die Box haben wir befreit und jetzt als Tisch bestimmt. Genau, hier über die Couch kommen da die drei Decken, die man sieht drüber, damit das hier auch alles ein bisschen fresher ausschaut. Genau, so schaut das jetzt hier aus, der Unterstand, den ich gebaut habe mit dem Kühlschrank. Ja, können noch zwei Kästen runter, also ist ganz nice, Kühlschrank, die kommen komplett voll. So, und hier ist Highlight, das hat gestern noch ganz schön viel Zeit gekostet, weil ich wollte es erst nur mit Winkel machen, das ist mir dann aber aufgefallen, dass das dann doch ein bisschen instabil war und deswegen haben wir jetzt halt hier nochmal doch zwei fette Stämme rausgesägt und die nochmal Steher gemacht. Genau, und da immer noch der provisorische in der Mitte, der bleibt da erstmal, ich meine, schaden kann er nicht. Ja. Genau, so schaut es hier aus. Ich habe gerade tatsächlich schon, ich bereite Pina Coladas vor. Genau, weil das braucht von den Drinks, den ich anbiete, am längsten. Genau, hier ist noch ein Ice Crusher und alles. Ja, also ich würde sagen, mit dem Ergebnis kann man doch mehr als zufrieden sein. Ich schwöre Cinematic Shots. Ja, ich mache wieder ADHS-Cuts. Genau, heute ist jetzt die Einweihungsfeier, heute ist mein 22. Ja, und wir sind fertig. Ist auch schön. Ja, also ich bin sehr zufrieden. Besser hätte ich es mir fast nicht vorstellen können. Klar. Hier liegt noch ein bisschen Zeug rum, aber bis jetzt die Leute kommen, tue ich das auch noch weg. Ja. Ey, hau mich. Oder mach ehrlich. Alter, hau mich nicht. Oh, scheiße. Machst du was nicht einfach so? Was sagst du? Fuck. Besser ist das. Ja. Musst du ein, zwei Okay, aufteilen. Pass. Fuck, Mann. Ein, zwei gescheite Schläge wenigstens. Kann ich. Da machst du ja nichts. Ja, ich weiß. Heute auf Dauer, das ist schon wichtig. Alter. Was Massage. Aber es betäubt sehr gut. Gut. Oder mach die Scheiße jetzt aus. Check dich nicht. Ey, hau mich. Oder mach ehrlich. Alter, hau mich nicht. Oh, scheiße. Machst du was nicht einfach so? Was sagst du? Fuck. Besser ist das. Ja. Musst du ein, zwei Okay, aufteilen. Pass. Fuck, Mann. Ein, zwei gescheite Schläge wenigstens. Wenn ich so umdrehe, dann sehe ich mich selber. Nee, ich sehe dich jetzt. Junge, was geht denn hier ab, Mann? Gib mal so eine Aufnahme von dir. Was? Dance, tanz einfach. Alter, das sind schon wieder Scherben oder irgend so ein Scheiß, an die Leute, die bis zum Ende durchgehalten haben. Danke. Aber nicht nur an euch, sondern auch an alle Helfer. Chris, Artus, Leon, Alex, Leandro, Weig, Tim und nochmal ein ganz spezielles Dankeschön geht nochmal an Simon raus. Ohne dich, Bro, wäre dieses Projekt nicht annähernd so schön geworden, wie es jetzt ist.
Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video eine kleine Freude machen konnte und eure Welt damit etwas entschleunigen konnte. Zeit ist heutzutage das Wichtigste, was man einem Menschen schenken kann. Und es bedeutet mir wirklich viel, wenn ihr mir diese Zeit schenkt. In dem Sinne, wann auch immer ihr dieses Video schaut, wünsche ich euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder auch Abend und bis zum nächsten Video.